So Jungs, was geht ab und herzlich willkommen zu weiteren Gameplay-Commentary hier auf den Syricus Clan Channel. Und ja, ich bin der Syricus Alive und ich darf euch herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Black Ops 3 Gameplay, wozu ich gleich komme. Auf jeden Fall das zweite Video hier auf unserem neuen, alten Syricus Clan Channel. Wir haben ja neu angefangen. Wer das Video nicht gesehen hat vom Boom, ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, denke ich mal, verlinkt. Wenn nicht, schaut ihr einfach auf das letzte Video vom Boom an. Da erklärt er halt ganz genau detailliert, warum wir halt einen neuen Channel erstellt haben. Und ja, da muss ich jetzt halt gar nicht weiter drauf eingehen. Und ja, heute Black Ops 3 Gameplay, eine 33er Gunstreak, von den Syricus Resection erspielt, in BO3 natürlich. Solo 6 gegen 6 Herrschaft mit der Manowar und ja, auf Hunted. Kein Plan, also ohne Scheiße, ich zock das Game ja nicht, die meisten zocken ja alle die Beta, ich habe noch keine PS4 leider und deswegen kann ich dazu auch wirklich wenig sagen. Auf jeden Fall habe ich mir das Gameplay mal gegönnt und ist auf jeden Fall anschaulich genug und hat mir auf jeden Fall gefallen und ich denke mal, das Gameplay passt auf jeden Fall auch jetzt hier zum heutigen Commentary und ja. Checkt auf jeden Fall Syricus Resection aus, ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und komme ich jetzt mal zum heutigen Thema und zwar, was mich an COD bzw. was mich halt daran hält, das Game überhaupt zu suchten, ne? Das Game, sag ich jetzt auch mal ein bisschen auf BO3 bezogen, was mich daran hält, das Spiel halt wirklich zu spielen und ich möchte mir jetzt dann nicht wirklich eine Meinung drüber bilden, wie das Game halt ist. Ich möchte auch nicht erzählen, ob ich das jetzt gut finde, was ich jetzt hier sehe oder was weiß ich, ne? Ich sehe das halt alles sehr objektiv, so wie jedes Jahr und das Game kann halt am Anfang richtig geil sein, so wie AW sei es, ne? Und halt am Ende, ja, ihr wisst es, denke ich mal. Auf jeden Fall will ich darüber gar nicht halt weiter reden und zwar möchte ich euch einfach mal erzählen, was halt Leute wirklich damals halt bevorzugt hat, COD zu zocken. Und zwar halt der Spielspaß, ne? Und der ist halt in den letzten Jahren, denke ich mal, übel zurückgegangen, beziehungsweise in den Monaten. Ich will jetzt nicht ganz so weit rausgreifen. Auf jeden Fall, warum ist denn halt dieses ganze COD-Debakel passiert, ne? Ich meine, klar, Marcel hat letztens auch einen Commentary drüber gehalten, so ein bisschen hat das angesprochen, dass es halt ein bisschen seine Schuld ist, aber ganz ehrlich, Leute, die Leute werden halt alle besser in COD, ne? Und ist logisch, dass man halt auf Gameplay sweatet, aber genau das fuckt halt ab, ne? Ich denke mal, das fuckt halt jeden von euch ab und ich habe halt angefangen, COD einfach mal jetzt, sei es BO2 oder, keine Ahnung, MW3, einfach mal aus Fun zu zocken, ne? Also ich zocke jetzt nicht wirklich auf Gameplays. Wenn ich mal eine gute Runde bei habe, wie zum Beispiel jetzt Whisker Barca das Video hochgeladen hat, hier seine Nuklear, haben ja auch übelst viele rumgeflammt, du machst das Game kaputt und Ja, Leute, ich sag mal so, auf eine Art und Weise habt ihr ja schon recht, ne? Gleich am Anfang in der Beta so ein krasses Gameplay zu erspielen, auch wie jetzt dieses Gameplay hier, da hat man schon ein paar Vorurteile, aber ganz ehrlich, Leute, wenn man halt ein guter Spieler ist und man hat halt Bock und hat man hat halt Spaß in der Lobby zu zocken, ne? Warum sollte man denn halt kein gutes Gameplay erspielen? Ganz ehrlich, so mache ich es eigentlich zurzeit auch nur noch, ne? Ich zocke halt BO2 einfach nur so, just for fun, mache halt mir meine Klassen und versuche halt einfach nur ein geiles Aiming, geiles Movement im Gameplay reinzubringen und wenn da halt eine geile Streak entsteht, sei es eine Nuklear oder ein Double Nuklear meinetwegen, dann ist es nun mal so, ne? Aber ganz ehrlich, ihr müsst halt einfach mal, vielleicht versucht es einfach mal, das Game so ein bisschen anders zu sehen, ne? Sweatet mal einfach mal nicht auf Gameplays, klar könnt ihr es machen, wenn ihr dran Spaß habt, aber das macht das Game zwar nicht kaputt, aber dann wird dieses ganze Gehate und dieses Geflame wird halt ein wenig weniger, wenn man das ein bisschen mindert. Und zwar zockt es einfach mal so aus Fun. Ohne Scheiß, hört sich zwar jetzt ein bisschen dumm an, aber ich hab halt jetzt monatelang kein COD mehr gespielt, hab seit ein paar Wochen mal wieder angefangen und ohne Scheiß, Leute, ich hab halt eine ganz andere Einstellung mal. Ich bin da halt ganz anders rangegangen an das Game und ich habe halt wirklich übelst Fun mal wieder am Zocken, ne? Kann vielleicht auch dran liegen, was ich aber nicht glaube, weil ich halt so lange nicht mehr gezockt habe, aber ohne Scheiß, probiert es wirklich mal aus, einfach mal so aus Fun das Game zu zocken und ihr werdet sehen, ihr werdet wirklich dran wieder Spaß haben, ne? Fuckt mal auf die Lobbys, die da zurzeit rumrennen, da einfach mal drauf scheißen und zockt das Game einfach mal, lebt es aus, probiert es aus, was ihr da halt alles Neues habt, sei es bei BO3 oder halt auch bei BO2, da zockt einfach mal SOZ oder Frei für alle meinetwegen, ne? Das bockt einfach unnormal. Ist jetzt ein kleiner Tipp von mir, weil ich habe wirklich viele Leute halt rumflamen hören, oh ja, die BO2-Lobbys sind alle scheiße und das macht alles keinen Spaß mehr. Ist ja auf eine Art und Weise richtig, aber wie gesagt, ihr müsst einfach das Game, geht es einfach mal ein bisschen was anders an, ne? Ohne Scheiß, früher hat man ganz anders CODs gespielt und
da war halt nicht sowas so, ja, ich schwitze mir jetzt hier den Arsch voll, um was weiß ich zu erreichen. Da haben auch nicht alle gleich nur rumgenoobtube bei MW2 oder sonst wie. Da wurde das Game gezockt aus Fun und man hat gelevelt und man hat die Scheiße alles freigeschalten und so weiter, ne? Da wurde es halt ganz anders gezockt und auf diesem Niveau zocke ich zurzeit auch noch. Und wie gesagt, ihr könnt es ja mal ausprobieren, müsst ihr natürlich nicht. Ist eigentlich nur ein kleiner Tipp für euch halt, um den Spaß an COD mal wieder so ein bisschen aufzuleben. Und ja, ihr müsst ihn nicht befolgen, aber ich muss sagen, es hat bei mir funktioniert und ich habe echt wieder richtig Bock an COD. Und ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass ich halt BO3 nicht zocken kann. Ich würde es liebend gerne zocken und ja, ist halt ein bisschen scheiße. Aber nun ja, ja, das war jetzt halt ein ganz kleines Thema, was ich ansprechen wollte. Ja, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, halt ein kleines Freestyle-Commentary jetzt hier. Ich denke mal, die Leute, die mich halt schon damals so ein bisschen geguckt haben auf dem Clan-Channel, die wissen, wie ich kommentiere mit Boom und halt auch Solo. Auf jeden Fall, ja, komme ich jetzt mal so ein paar Infos. Boom hat ja letztens angesprochen, dass halt er und ich halt jeden Monat so eine FAQ-Serie machen werden. Die werden wir halt weiter beibehalten und ich habe mir auch mit Boom so ein bisschen überlegt, eine kleine Serie auf den Clan-Channel zu starten, aber ob das jetzt nun halt was wird oder nicht, das werden wir halt später noch sagen. Auf jeden Fall haben wir halt so überlegt, halt einfach mal so ein paar Real-Stories rauszuhauen. Also unsere beiden Real-Stories sind ja immer sehr identisch. Erstmal schöne Grüße an dich, Till. Ist auf jeden Fall immer richtig lustig, wenn wir uns seit Wochen nicht mehr so hören und dann labern wir so, ja, Alter, mir ist das und das passiert. Alter, ja, mir auch. Das ist immer ziemlich lustig. Und ich denke mal, das würde übelst gut passen, hier auch auf den Clan-Channel euch das mal so ein bisschen zu übermitteln. Und ja, ist auf jeden Fall sehr lustig und amüsant, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und ja, wenn ihr halt Bock drauf habt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben und natürlich schreibt doch mal ein paar Fragen in die Kommentare. Scheiße, Leute, die ganze Woche kommt jetzt jeden Tag ein Video, denke ich mal. Ich denke mal, das machen wir so. Und dann schreibt wirklich mal, versucht einfach mal ein paar Fragen unter jedem Video zu schreiben, weil ja, sonst haben wir nachher wieder nichts fürs FAQ, das ist halt ein bisschen scheiße, dann müssen wir halt wieder ein extra Video machen, so, yo, Leute, schreibt Fragen und dann ist es halt immer so zwangsgebunden. Und ja, wenn ihr halt einfach mal so Fragen habt im Kopf, so, ja, das könnte ich ja eigentlich stellen, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann werden wir es halt im nächsten FAQ halt dran nehmen und ist ja auch nicht mehr so lange hin, von daher, ja, denke mal, war es das jetzt auch hier von mir. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, das Gameplay, ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorbei ist, ich habe das gerade nicht vor Augen, auf jeden Fall, denke ich mal, ist das Gameplay richtig geil und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, schaut beim Zyricus Resection vorbei, beim letzten Video von Boom auch mal vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch auf meinen Kanal vorbeischauen, ich bin da auch jetzt wieder aktiv am Start und damit sage ich einfach mal haut da rein, bis zum nächsten Mal. Bewerten und kommentieren nicht vergessen, Leute, und ich bin raus. Ciao.